So, ein wunderschönen Willkommen zu einer kleineren, also einer ja, Testaufnahme, aber zu einem richtigen Let's Play. Nur halt nicht als klassisches Let's Play, sondern nur im Rahmen dessen, was gerade möglich ist. Damit, wenn dann irgendwann, also, ne, ich habe jetzt ein neues Setup hier mit 4K 60 FPS, dies, das, Ananas. Und damit ich dann, wenn denn irgendwann mal das Glasfasernetz da ist und ich dann richtig wieder aufnehmen kann, auch weiß, dass alles funktioniert, mache ich jetzt mal so ein paar Mindtest-Folgen, wo ich einfach nur gucke, dass halt doch alles funktioniert. Das heißt, wir spielen einfach mal so ein bisschen. Bam. So, Fenstermodus gehen. So. Genau. Damit ihr auch die volle Performance habt. So, wir brauchen, wir machen, wir spielen mein Test, mein Clone 5. Das da. Neu. Und nennen das Ganze wieder super kreativ. Let's Play. Können wir nicht. Gibt's schon. Deswegen machen wir noch einen MC5 dahinter für mein Clone 5. Warum Kartengenerator 6? Warum nicht 7? Bist du dumm? Erstellen. So, wir nennen uns natürlich Ronix, ganz klar, unser Let's Play-Name. Und let's go. Dieses ganze, die ganze Menümusik ist natürlich ein bisschen sehr nervend bei dem Spiel, aber man kann die leider auch nicht deaktivieren. Von daher müssen wir damit erstmal leben. Ist aber auch nicht so schlimm. In-game gibt es, glaube ich, auch Musik. Wobei, das habe ich ja schon geschalten. Ah, genau. Gibt's? Okay, unten links sieht man die Koordinaten. Was geht mit dem ab? Party hart. Tut das not? Dass das so ist? Also ich mach mal ganz kurz hier, kann ich hier. Meine Statistik bei OBS zurücksetzen, damit ich weiß, wenn irgendwelche Frames ausgelassen werden. Einstellungen. Alle Einstellungen. Spiele. Nee, nicht Spiele. Doch Spiele. 5. Dürfte ja bei Debugging mit drin sein. Nö. Wo kann man denn sagen, dass er die Koordinaten anzeigen soll? Oder ist das von meinem Test selber? Warte mal kurz. Mystica gucken. Wow. Habe ich das schon komplett beendet. Danke dafür. Mystica sehen. So, Vollbild, genau. Mystica sehen, wenn es bei anderen Spielen auch so ist. Wir probieren also einfach mal irgendwas anderes. Zum Beispiel Minecraft 2. Genau, hier ist es nicht. Das muss, ist also ein Feature von Minecraft 5. Hat sie jetzt neu hinzugefügt, ne? Weil es mir vorher nicht aufgefallen bei Minecraft 5. Hab ja privat auch schon ein bisschen Minecraft 5 gespielt, aber wie gesagt, das ist mir noch nicht aufgefallen. Na gut, dann ist es halt so. Ja. So. Okay. Oh, direkt Beeren. Er glaubt, die mögen die Beeren. Kann das sein? Ja. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, super. Wir sind hier auf einer Gegend komplett ohne Bäume. Das ist natürlich sehr befriedigend. Da oben ist ein Schwein. Du hast leider kein Schwein, denn dich will ich jetzt mal direkt schlachten. Weil, ja, die Nacht bricht bald an. Und bis dahin brauchen wir irgendwas. Hallo? Gestorben? Und kein Fleisch bekommen? Siehst du, gibt's eigentlich wieder, kann man hier wieder durch die Tiere durchlaufen? Tatsächlich. Man kann hier echt durch alle Tiere durchlaufen. Oder? Ah ne, guck mal. Man schiebt die Tiere weg. Ah, okay. Ah.
Das heißt, die übernehmen von Mineclone 2 immer mehr Features von Mineclone 5. Und bei Mineclone 5 kann man die Tiere halt wegschieben. Und das haben sie aber bei Mineclone 2 nicht mit übernommen. Und deswegen kann man bei Mineclone 2 durch die Tiere einfach durchlaufen. Das ist ja interessant. So, das ist ein Schaf. Wir brauchen Wolle. Oh, guck mal, da hinten ist so eine, Dixelmonster. So, kann ich dich jetzt schlachten? Oder kriegen wir dann wieder keine Wolle? Ah doch, Wolle bekommen wir. Guck mal, hier bekommen wir auch Fleisch. Brauchen wir nur... Oh, das ist ein Zombie. Ich korrigiere, da hinten war ein Zombie. Weil wir brauchen nämlich ganz schnell Sachen... Ja, ohne Werkzeuge komme ich hier nicht mal wirklich rein, ne? Wenn der Eingang versperrt ist. Das ist natürlich schade. Hier wäre ein Eingang, aber wie gesagt, ohne Werkzeuge wird das nix. So, ich nehme mal hier ein bisschen Sand mit. Dann können wir uns ein bisschen runterbuddeln und später wieder hochbuddeln, ne? So hier zum Beispiel. Achso. Ich dachte, das hätte schon gereicht, aber hier ist alles nur hier sind so eine Treppen im Weg. Da ist ein Baum, ich will diesen Baumding haben. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Manu. Ja. Okay, das hat aber gar nicht funktioniert. Dann gehen wir hier direkt mal wieder raus. Kein Bock. Ah, da ist ein Baum. Holy moly. Dann sind zwei Bäume. Oh, dann sind drei Bäume. Holy moly. Bäume, Bäume, Bäume. Und noch ein paar Früchte. Yay. Aber, ja, ich weiß hier gar nichts, ne? Ah. Das sieht schon besser aus. So, bevor wir mal machen, machen wir mal Tonholzstecke. Okay, ist nur die Hälfte. Sehr gut. Jetzt hören wir natürlich auch wieder diese Musik. Wobei, ich habe gerade gar keine Musik. Auch schön. Aber ohne Tonspiel ist halt blöd. So, erstmal hier direkt Baum weghacken. So, wir haben einmal Wolle. Das muss definitiv mehr werden. Warum ist eigentlich... Warte, das mal ganz kurz. Muss man mal ganz kurz gucken. Genau, hier ist alles so groß, aber das hat... Das hat... Und das Ding, wo die Sachen drin sind. Das sieht noch sehr klein aus. Kann man das hier irgendwo... Hat Scaling. So, wenn ich das jetzt hier auf 2 mache, machen wir gleich mal auf 4. Genau, hier ändert es gar nichts. Das heißt, es müsste das Ding im Spiel, also in-game ändern. Ja, mach hin, weiter. Ja. Hast du was geschafft? Hm, noch ein bisschen? Ja, das sieht doch gut aus. Das ist doch Let's Play-freundlich. Nice. Gut, die Zahlen sind leider immer noch so klein, ne? Also die hier sind leider immer noch so klein. Aber hey. Man erkennt wenigstens, was ich so in der Hand habe. Okay, das Inventar bleibt auch so schön klein. Ja, okay, das ist doch so korrekt. Easy. So, ein paar Baumsaplings. Ja, geil. Äpfel, noch geiler. Ja, die Sonne ist am Wandern. Wir müssen also unbedingt ganz schnell Wolle bekommen. So, haben wir noch ein paar Schafe. Da ist ein Schwein. Da sind Wölfe. Da ist noch nur ein Schwein. Oh Mann. Guck mal, da sind noch mehr Bäume. Aber das scheinen auch Tannenbäume zu sein. Ich hoffe mal, da sind schön viele normale Bäume. Gut, weißt du was, wenn wir schon mal hier sind, dann gucke ich dir gleich mal, wie es aussieht mit Kohle. Dann werden wir uns erstmal hier direkt ein bisschen was bauen. So, eine wunderschöne, formschöne quasi Axt. So, ein bisschen Steinwerkzeuge. Leider sehe ich hier keine Kohle. Und es ist vor allen Dingen dunkel, das heißt, ihr könnt noch Monster spawnen.
Sehr ungefährlich ist das Ganze hier also gerade nicht. So, haben wir erstmal 13 Steine, soll das mal reichen für das Wichtigste. Dann baue ich mir besser erstmal direkt ein Steinschwert. Und wenn wir schon mal dabei sind, auch gleich eine Steinaxt. Und eine Axt. Warum heißt auf Deutsches beide Axt? Ich meine, ja, das Ding heißt auf Deutsch Spitzhacke, aber jeder sagt dazu Axt. Oder? Oder bin ich der Einzige? So, Ding mit dem Stock verkloppen, so wie es gehört. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Komme ich überhaupt raus? Ja, sehr schön. So, Schafe, 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 Schafe. Ah, direkt mal Blumen sammeln. Obst. Oh ja, Alter, hier gibt es ja richtig viele. Da hinten sind welche, da sind welche, da sind welche, hier sind welche, überall. Gut, dann können wir die also erstmal vernachlässigen und wir sollten uns mal lieber auf die Suche nach Schafen machen. Schafe, Schafe, Schafe. Sag mal, so wenig Schafe kann es doch gar nicht geben hier. Überall Wölfe. Zig Milliarden Wölfe. Wo ist die Sonne? Die Sonne ist schon am... Nee, die ist noch sehr weit oben zum Glück. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber wenn nicht bald ein paar Schafe kommen, dann sehe ich doch trotzdem eher auch mal das Kohle. Aber wir kommen hier nicht rein. Also rein schon, aber wir kommen hier nicht mehr raus. Ne? Das wäre natürlich ein bisschen traurig. Da ist ein Schwein. Wollen wir auch gleich mal. Weil, wie es aussieht, werden wir wohl die Nacht so überleben müssen. Das heißt, wir werden wohl ganz viel Nahrung brauchen. Damit wir überhaupt eine Chance haben. Keine Schafe gibt es doch ja nicht. Warum gibt es immer so wenig Schafe? Mögen die mich nicht? Ah! Und wie viel Wolle haben wir bekommen? Einmal. Kann es sein, dass man immer nur noch einmal Wolle bekommt? Ich hatte schon lange kein Schaf mehr, wo ich. Weiß ich. Zwei Wolle bekommen habe oder drei. Oh, was ist denn da los? Achso, da ist ein Zombie gestorben. Zwei Zombies sind gestorben sogar. Da ja auch, Alter, was ist denn hier los? Oh, da ist ein Schaf, aber eins mit grauer Wolle. Schade. Können wir, glaube ich, nicht gebrauchen. Denn da bräuchten wir erstmal weiße Blumen, um das Ding weiß zu färben. Kann man ganz kurz gucken hier. Genau, jetzt kann man graues Bett machen oder weißes Bett. Und die Dinger können wir mit Färben nicht. Nee, was? Wie war denn das jetzt? Hilfe! Please help me! Help me! Da. Da. Da, 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 da. Man kann die Dinger gar nicht einfärben? Hä? Nee. Super. Ah, weiße Schaf. Jawohl, wir sind gerettet. Nice. Cool. Dann bauen wir uns direkt ein Bett. Nein, da. Und dann können wir nämlich... Ja, da haben wir das Wichtigste schon mal geschafft. Boom. So, das heißt, jetzt können wir uns ganz in Ruhe daran machen, Materialien zu suchen, die wir brauchen, um uns ein Haus zu bauen oder... Zumindest erstmal eine Bleibe zu bauen, um uns dann ein Haus zu bauen oder irgendwie sowas. Und werden uns erstmal auch direkt auf Nahrungssuche begeben hier. Also ne, jetzt brauchen wir keine Wolle mehr primär, sondern einfach nur noch Nahrung. Das heißt, hier schon die ganzen Tierchen abschlachten, Pflänzchen abschlachten und natürlich noch ein bisschen Gras hier. Damit wir auch schön uns ein Beet bauen können bei Zeiten. Ne, so die ganzen klassischen Sachen, die man so macht, wenn man Langeweile hat. Also nicht, dass man Tiere abschlachtet, nur wenn man Langeweile hat.
Oh, guck mal, hier ist Sonntag. Ach ja, weil die Hühnerwürfe drin waren, ne? Nee, war sie nicht. Guck mal einer an. Hä, der ist ein Fisch! Die Frage ist, kommen wir hier weiter rein? Nee, ne? Da hinten gibt's Kohle. Wir müssen hier rein. Hier kann man noch. Hier kann man noch. Ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch fast gut aus. Ich habe nur noch einmal. Ich brauche noch mehr Sand. Ich muss aufpassen, weil hier ist wieder dunkel drin, ne? Ich höre was. Oder geht es noch weiter runter? Gut. Kann ich. Oh, nein! Na danke. Scheiße, jetzt muss ich mich ganz schnell hier hochbauen. Das ist ja hier dämlich. So, irgendwie so, bam. Ja, hat das voll funktioniert? Da. Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde sterben. So. Okay, jetzt kommen wir hier zumindest wieder raus. Sehr schön. So. Was macht denn der Fisch da? Egal, wir brauchen erstmal Kohle. Hier ist Kohle. Bitte kein Monster, 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 Monster. So. Okay. Dann stelle ich jetzt hier mal kurz meinen Tisch auf. Bop und bop und bop und bop. Erstmal kommst du nach da und du nach da, ja, damit ich hier nicht mehr so durcheinander komme. Das hier kann eigentlich weg. Wir brauchen euch und euch. Dann kann man 20 Fackeln bauen. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So, da haben wir unten nämlich auch gleich mal ein bisschen mehr Licht und ein bisschen weniger Gefahr, dass da Monster spawnen. Gut, hier dürften sowieso nicht so viele spawnen. Aber hier unten. Ich komme gerade auf diesen Fisch hier nicht klar, ne? Eisen! Oh, Alter, grad, oh, so viel Eisen direkt am Anfang! Das ja nice. So, hier ist noch ein bisschen dunkel. Das heißt, ich mache mal auch mal eine Fackel. Was ist das denn? Das ist eine Steinspitzhacke. So, genau. Gleich mal ein bisschen Stein mitarbeiten, abarbeiten, weil solange wir noch nicht so viel Eisen haben, etc., werden wir erstmal vieles aus Stein bauen müssen. Außerdem brauchen wir später auch noch einen Ofen und alles, was ja auch aus Stein gebaut wird. Also wir werden erstmal noch eine ganze Menge Verwendung für Stein und Kohle haben. Scheiß die Wand an. So, guck mal, da oben ist auch sowas Rotes. Was ist denn das? Das ist Rohkupp. Oh, Sonne, Alter. Mein Karton schützt mich nicht mehr. Karton, schütze mich. Tu es. Oh, diese Sonne. Ja, die ist jetzt genau in diesem ganz schmalen Grat zwischen verschwindet nach dem, aus dem Fenster und über meinen Karton. Naja, egal. Rohkupfer. Seit wann gibt es denn in Mineclone Kupfer? Also in Mintest. In Minecraft. Gibt es in Minecraft Kupfer? Das wäre mir ganz neu. Oder ist es hier einfach, um sich ein bisschen von Minecraft abzuheben? Ich meine, cool ist es schon, keine Frage. Ich finde es gerade ultra nice, aber ich spiele doch hier kein Mindtest. Also kein Mindtest-Game, sondern nur die Mindtest-Engine. If you understand what I'm trying to talk about. Aber gut, wo ist denn hier? Hier unten war cool. Ja, genau, hier war Eisen. Oh, Eisen. Tja, damit ergibt sich gleich mal die Fra direkt die nächste Frage. Gibt es hier jetzt noch mehr neue Rohstoffe oder gibt es. Warte mal, Kupfer, was gab es noch bei meinem Test? Na gut, Mese wird es garantiert nicht geben. Mese ist ja historisch in meinem Test. Und viel mehr gab es ja in meinem Test auch gar nicht, ne? Kohle.
Na, Bronze gibt's noch, genau, damit man, Zinn gibt's noch, damit man aus Kupfer und Zinn Bronze machen kann. Das heißt, wir könnten hier vielleicht auch noch Zinn finden. Dann gab's Eisen und dann gab's ja eigentlich bloß noch Mese, ne? Also in Minecraft gibt es auch noch ganz viele andere Sachen, aber das ist dann alles nur über Mods oder ähnliches. Also andere Subgames zum Beispiel, die dann noch mehr Sachen hatten. Es wäre halt ultra geil, ja. Wenn es hier bald mal sowas wie, na hier, diese Home-Decor-Mod oder sowas für meinen Klon geben würde. Das wäre halt richtig arschgeil. Ja, da könnte ich so einen richtigen Kreativserver bauen, aber nicht auf Basis von meinem Testgame, sondern auch halt auf Basis von meinem Klon. Und das klingt schon sehr, sehr spannend. So, hier ist nicht mehr so viel Eisen. Hier ist noch ein bisschen Kupfer, Kohle. Ich mach dich tot mit meinem Steineschwert. Kommst du her oder was? Kommst du her oder komme ich zu dir? Ich dachte, die Tiere können nicht im Wasser spawnen. Was ist denn da los? Weißt du, ich dachte, cool, ich bin hier voll sicher, weil hier ist alles Wasser und so. Ihr könnt keine Tiere spawnen. Also keine Monster. Ja, Pustekuchen. Am Arsch die Räuber. Ich bin halb tot. I need more food. So. Ich will das mal vergiften hier. Aber am Anfang ist dieses Gammelfleisch halt das, was am meisten vorhanden ist. Deswegen versuche ich natürlich auch das immer erstmal aufzubrauchen. Ne, ist ja wie im Echten, ja? Das, was am ehesten am MHD dran ist, oder schon am weitesten drüber ist, das als erstes essen. Arzt anrufen kann man später. Spaß. So, ich muss hier auf meinen Sauerstoff achten. Hier ist aber immer noch Kohle. Alter, so viel Kohle. Gut, wir machen jetzt mal das hier weg, dieses Rohkupfer. Die Frage ist, was kann ich aus diesem Rohkupfer auch alles machen? Kann ich damit hier auch direkt Werkzeuge bauen oder brauche ich dann wirklich erstmal Zinn oder sowas? Ich meine, wir müssen sowieso erstmal alles einschmelzen, ne? Aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei Eisenwerkzeugen. So, ich würde jetzt mal hier noch ein bisschen Licht hinmachen, ungefähr so. Und dann mal hier das ganze Wasser wegmachen. Damit ich da ordentlich mal die. Obwohl, nee. Das Wasser hat da sogar Vorteil, dass ich hier wieder rausschwimmen kann. Lassen wir es am besten einfach mal. So, hier ist noch Kupfer. Schön viel Kupfer. Guck mal, da oben ist noch. Da ist ja noch mehr von dem Zeug. Wie kann ich denn das übersehen haben? Hä? Hier los. Nice. Also egal, was wir mit dem Kupfer machen können, wir haben davon jetzt schon mal ordentlich 18 Stück. Und gerade mal 4 mal Eisen. Okay. Hier steht noch nichts drin, ne? Was wir mit Kupfer machen können. Nö. Außer Kupferbarren, klar. Aber wir müssen jetzt mal die machen, damit wir dann sehen können, was wir damit dann wiederum machen können. So. Wollen wir hier noch weiter hochgehen? Gucken, ob hier noch mehr Eisen ist. Oh. Wenigstens nur die Spinnen. Die Spinnen sind so ziemlich am harmlosesten. Ja, wenn es ein Creeper wäre oder fucking Skelett, hätten wir schon ein bisschen mehr Probleme. Warum kommt von hier ein Skelett? Hier ist alles ausgeleuchtet. Oh mein Gott. Holy moly. Wir brauchen definitiv ganz viel mehr Licht. Hier ist überall Wasser. Da wird schwer mit Fackeln setzen. Aber Eisen finde ich hier auch keins weiteres. Oh, eine Bahntrasse. Ja, leck mir am Arsch. Hallo? Oh, nice. Rote Beete? Nee, kein Bock drauf. Rote Beete ist mir immer zu rot. Aber Melonsamen. Was machst du denn hier? So, ein bisschen rote Tinte. Kann ich. Lol, ich habe noch nie in so ein Kart in so einem Schacht gefunden.
Wie geil ist das denn? Cool, dann nehmen wir gleich die ganzen Gleise mit. Haha. Wie geil ist das denn? Ich bin gerade immer noch. Oder? Mir steckt ein fucking Pfeil im Kopf. Warum bin ich ein Mädchen? Mir steckt ein Pfeil im Kopf. Schönes Ding, du. Geil. Aber mein Sichtpunkt ist gerade zu niedrig. Ja, mein Sichtpunkt ist viel zu niedrig. Na super, mein Cut ist verbuggt. Warte mal kurz, wo wollen wir denn jetzt ducken? Ducken war cool. Oh, okay, da bin ich ja noch kleiner. Ne, ich bin jetzt hier auf Level von dem ersten Stein. Normalerweise ist der Sichtpunkt aber auf anderthalb Blöcke. Ich geh mal kurz raus. Geh mal nochmal rein. Mal gucken, ob dann mein Sichtpunkt wieder stimmt. Mal hier was essen. ASMR. So, siehst du ja, jetzt bin ich hier wieder auf der Hälfte von dem zweiten Stein. So muss das sein. Ich höre Zombie. Eisen, mein Freund. Eisen! Ich hoffe mal, da spawnt nichts. Komm, ich hier durch. Nö. So, die Spitzhacke ist bald weg. Und sie ist weg. Da machen wir uns mal ganz schnell eine neue. Denn zum ersten Mal machen die Gleise einen Sinn. Weil wir fucking Kart haben. Wie geil ist das bitte? So, weißt du was? Wir nehmen mal hier beide mit. Und werden dann mal direkt ein bisschen Holz hier unten abbauen. Ja, jedes zweite lasse ich dran, damit es nicht zu dunkel wird. Ne? Ich hoffe mal, das macht soweit Sinn. Die Frage ist, wie viel Gleise nehmen wir mit? Aber so eine kleine Gartenbahn würde ich mir schon aufbauen. Ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal so ein Stack mit. 51 haben wir schon, also brauchen wir noch so 13. Ja, noch eins. Perfekt. So. Das sollte reichen. Dann haben wir ein Stack Gleise und mein Card. Dann können wir damit schon ein bisschen rumspielen oder so, ne? So. Da hier keine Fackeln dran sind, nehmen wir das Ding hier auch gleich mal mit. Danke dafür. So, was gibt's denn hier? Genau, hier waren wir. Von hier kommen wir. Ach komm, hier sind auch schon Gleise drin. Ja, gut. Da hätte ich natürlich auch gleich dran denken können. Genau, von da kamen wir. Da waren wir noch nicht. Wieder zurück. Wir gehen erstmal hier gucken, ob wir hier noch weiter können. Genau, hier war nichts. Und hier war bloß der... Oh ne, mehr gibt's hier gar nicht. Hier war bloß dieser eine Kreis. Genau. Okay, gut. Dann gehen wir wieder raus. Dann war's das an der Stelle. Na gut, hier ist es jetzt direkt ein bisschen sehr dunkel. So, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit hier. Jetzt ist es richtig dunkel. Perfekt, schnell raus. Bevor ein Creeper kommt. Oh. Weißt du was? Haben wir recht eine schöne Kiste. Ihr bitte weg. Du kannst auch weg.
Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst auf jeden Fall weg. Du kannst auch weg. Kann ich dich direkt essen? Ah. Ah, komm. Danke. So, ist das auch perfekt? Kann ich doch endlich mal mein Leben wieder ein bisschen auffüllen. Oh, sieht doch gut aus. Sehr nice. So, draußen ist Nacht. Das heißt, wir bauen uns hier mal direkt ein Bett auf und schlafen. Wow, man kann sich hier durch die Wand durchgucken. Das ist ja ein bisschen dämlich. So. Jetzt sind wir immer wieder hier wach, wenn wir sterben. Sehr nice. Ob das so eine clevere Idee ist, ich habe keine Ahnung. Guck mal, ist direkt die nächste Kiste und ich habe schon wieder Musik auf den Ohren. Was soll ich mit dieser scheiß Musik? Kürbis! Nee, Kürbis ist falsch. Ich brauche Melonensamen. Schade. Melonen! Wir brauchen Melonen! Jetzt noch mehr von diesem roten Gold. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier langsam wieder raus. Und zwar auf dem Weg, den wir gekommen sind, sodass wir die ganzen Fackeln gleich mitnehmen können. Will ich hier runter? Nö. Ist mir zu tief und zu steil. So, können wir ja die ganzen Fackeln gleich mitnehmen. Danke dafür. Guck mal her, hier, Alter. Ist ja schlimm. Wo kommst du denn her, my friend? Oh. Okay, wir gehen einfach mal raus. Sprengpulver brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, den hochzujagen lohnt sich nicht. Du bist mir gerade ein bisschen im Weg hier. So. Gehen wir mal mit einem Herz raus. Oder einem halben Herz. Wie viel habe ich? Ein Herz. So. Ab in die frische Luft. Tut dir auch mal ganz gut. Das ist jetzt ein Enderman. Nein! Bringt die Endermänner um. So, mal direkt ein bisschen Fleisch essen hier. Da habe ich noch ein halbes Herz. Aber dafür müsste ich jetzt mein Herz wieder auffüllen. Genau, füll dich wieder auf. Sehr schön. Hier krepieren jetzt die ganzen Monster. Warum bekommen wir eigentlich XP, wenn die Monster krepieren? Da wird doch gar nichts für gemacht, oder? So, jetzt gucken wir mal hier, ob irgendwo irgendwelche Wassermelonen rumfliegen. Aber ich sehe nur Kürbisse. Überall 10 Milliarden Kürbisse. Keine Wassermelonen. Das gibt's doch ja nicht. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal erstmal zum Wasser und lassen uns erstmal nieder. Können wir gleich ein bisschen Beet bauen. Oh, guck mal. Oh, Alter, dreimal Fleisch von einem Viech. Holy shit. Vor allem, das war ja so ein kleiner Mini-Zombie, ne? Ja, irgendwann so, hier so ein Mini-Zombie. Und die spawnen so viel Fleisch. Wo soll das Fleisch herkommen? Verstehe ich nicht. So, ja, nee, also Wassermelonen sehe ich hier leider keine. Sehr schade. Weil wenn man die hat, dann hat man ausgesorgt, ne? Gut. Aber wir sind erstmal wieder raus. Heißt, an der Stelle mache ich erstmal keine Pause. Also Folgenpause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, dann wieder. Oha. Oha. Ja. Das ist das mit den Bildern, wo ich meinte, dass sie nicht ganz so not safe for work. Also, dass sie not safe for work sind. Ne? Ich meine, gut, das Bild, das geht jetzt. Das ist hier noch. Ich meine, auf Arbeit könnte ich sowas nicht als Hintergrundbild benutzen, wenn ich in der Schule bin. Das würde ein bisschen auf Probleme stoßen. Aber so privat kann man das ja locker machen. Aber ich habe auch Bilder, die sind, glaube ich, noch freizügiger. Da muss ich aufpassen. Das Schöne ist, dadurch, dass ich eben meistens im Fenstermodus bin, also in dem Modus, seht ihr ja meine Hintergrundbilder normalerweise gar nicht. Ah. Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so schlecht. Gut, ja.
Genau, das soll es damit dann auch mit der Folge gewesen sein. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann.